Hallo und guten Morgen und herzlich willkommen zu einem ganz normalen Familienvlog. Wir sind zurück, wenn es ums normale Vloggen geht. Wir haben heute Halloween, also Donnerstag, und es ist keine Ahnung wie viel Uhr. Und ich bin mit Flo schon wieder auf dem Sprung. Der Flo hat frei. Und wir fahren jetzt einkaufen, weil wir heute eine kleine Halloween-Runde bei uns feiern. Also es gibt ein paar Bratwürstchen, Glühwein, Kinderpunsch, Feuertonne und gemütliches Beisammensein, wenn wir dann mit den Kids eine Runde gedreht haben, dass die ein bisschen Süßes, sonst gibt es Saures, versprühen können. Und noch ein bisschen mit meinen Nachbarn auf meinen Geburtstag anstoßen. Und deswegen müssen wir jetzt ein paar Besorgungen machen. Die Lou ist im Kindergarten, die hat heute Halloween-Feier. Im Kindergarten, die habe ich als kleinen Geist heute Morgen in den Kindergarten gebracht. Total süß. Aber wir sind auf den Sprung. Ich würde sagen, alles, was heute passiert, seht ihr in diesem Video. Und dabei wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß. Wir sind zurück. Ich wollte mal unseren Kofferraum filmen, mein Hase. Was wir alles so gekauft haben für unsere Freunde. Also hier drei Kartons Winzerglühwein. Dann, ich denke, das wird Ihnen eh zu süß sein, haben wir Glühzauber, also einen Kinderpunsch mit Apfelorange habe ich ausgesucht. Dann auf jeden Fall Bier und da hinten sind unsere Bratwürste. Die hat uns die Metzgerei gleich so eingepackt gegeben. Wie viel haben wir gekauft? 25 Paar, also 50 Bratwürste. Also nachher schon 25 mal 2 sind. 25 mal 2 sind, müssten 50 sein. Hier auch noch unser Malle-Koffer. Immer noch nicht, vor lauter Feiern. Wir kommen hier, eure Lumello-Gubande kommt schon wieder aus dem Feiern nicht raus. Yes, auf jeden Fall ist es jetzt schon kurz nach 12, also in 5,5 Stunden fängt unsere Party in Anführungsstrichen an. Also unser kleiner Halloween-Umtrunk. Ich vermute auch, oder ich gehe schwerstens davon aus, dass er auch ohne Polizeieinsatz heute ablaufen wird. Weil es, wenn überhaupt, Musik nur ganz dezent gibt und nicht mit einer Anlage. Also alle, die uns zuschauen und auch in unmittelbarer Nähe von uns wohnen, macht euch keine Sorgen, ihr werdet nicht um euren Schlaf gebracht. Genau. In der Küche stehen auch noch die halb leeren Bierkästen von meinem Geburtstag. Ich sag's euch. Ja, und dann habe ich noch ein paar Basics gekauft für uns, weil morgen ist ja Feiertag hier bei uns in Bayern, also Allerheiligen. Und da gibt es dann ja nichts. Ich vermute mal, dass Bratwürste übrig bleiben. Und deswegen wird es morgen dann einen Salat geben mit Bratwürst. Ansonsten fällt mir bestimmt noch irgendwas anderes ein. In diesen Winzerglühwein, da ist schon so ein Topf, habe ich von meiner Nachbarin ausgeliehen. Der Flo holt den anderen drüben bei meinen Eltern dann noch. In den Winzerglühwein wird dann in diesen Topf noch ein bisschen frische Orange mit reingemacht. Also frische Orangenscheiben, das finde ich mal noch feiner. Und dieser Winzerglühwein vom Aldi, unbezahlte Werbung, wirklich nur eine Stäff-Empfehlung. Der ist total lecker, weil der nicht so babsüß ist. Also den kann man wirklich richtig gut zischen. Natürlich haben wir auch allerhand Wasser dazu gekauft, weil ich finde, bei Glühwein ist es immer total wichtig, dass man nochmal ein bisschen Wasser trinkt, weil irgendwann kriegt man ja doch Durst, ne? Hier sind übrigens Lunas Muscheln, die sie am Strand, an der Playa, am Ballermann 6 gesammelt hat. Die waren bei uns in der Spülmaschine, dass die nicht mehr so fischig stinken. Habe ich die mit durch die Spülmaschine laufen lassen. Ja, ansonsten ist jetzt noch viel zu tun und ich würde sagen, ich halte jetzt einfach mal die Schnüsse und fange an zu arbeiten. Thank you.
1:45, also dreiviertel drei. Der Moggi ist wieder daheim und er ist alles andere wie ein Geistchen. Der hat irgendwie, hat mein kleiner Geist sein Make-up im Kindergarten verloren. Aber wir schminken sie ja nochmal neu. Stimmt's? Ja, ja, Mama, weißt du was? Weil ich im Kindergarten mich abgeschminkt hab. Warum? Weil dann findet mich jeder nicht so gruselig. Haben die Kinder wohl gesagt, du bist gruselig? Na und ich schmink dich später wieder gruselig. Puh. Ja, unser Spaghetti-Wasser kocht. Wir wollen natürlich schon jetzt auch nochmal was Gescheites essen. Und zwar in Form von Spaghetti Miracoli. Das muss jetzt einfach schnell gehen. Weil wir noch ein bisschen was machen müssen. Ich muss noch irgendwie Kerzen suchen. Der Flo stellt jetzt schon die Stehtische auf. Entschuldigt. Ich habe auch Lunas Spielzeug weg. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt vorhin schon im Computer. Hilfe. Wir fangen noch einmal an. Ich habe Lunas Spielzeug weg. Zumindest ihr Barbiehaus und die neuen Spiele. Luna ist da auch schon sehr eigen und das finde ich auch gut. Denn es kommen heute auch wieder einige an Kinder und sie hat halt einfach keine Lust, dass was kaputt geht. Also es ist jetzt nicht so, dass andere Kinder nicht mit Lunas Sachen spielen dürfen, aber sie ist da halt immer sehr vorsichtig, gerade wenn die Sachen neu sind und hat mich heute früh halt schon gebeten, die Sachen wegzuräumen, was ich natürlich gemacht habe. Aber was da bleibt, ist ihr mittlerweile echt, echt großes Puppenarsenal. Also sie hat auch jetzt insgesamt 3 Babyborns und als die 2 Babyborns zu uns zogen, beziehungsweise den Jungen davon, das seht ihr jetzt, denn es ist echt eine mega, mega, mega coole Geschenkidee für Weihnachten. So Leute, die Lou und ich dürfen euch heute die neuen Babyborns Soft Touch, zum einen den Little Boy und das Little Girl zeigen. Jetzt bin ich erstmal die Stimme aus dem Hintergrund, weil die Luna gesagt hat, sie möchte alleine ihre Puppen vorstellen. Und sie hat sich, zum Zeigen den Little Boy ausgesucht. Die Babyborn Soft Touch ist im Vergleich zu etwas größeren Babyborn nur 36 cm groß. Und daher natürlich auch schon super gut geeignet für Kids ab 2 Jahren, also sprich für die kleineren Puppenmamas und Puppenpapas. Und sie bringt 7 tolle Accessoires mit. Die zeigt euch jetzt mal die Luna nach und nach. Luna, pack mal deinen Leon aus dem Kinderwagen aus und zeig mal, was der alles mit dabei hat. Zum einen bringt er einen Schnulli mit. Eine Flasche. Ein Töpfchen. Eine kleine Schüssel zum Brei essen. Den dazugehörigen Löffel. Was die Luna jetzt noch schnell zeigt, ist ein Babypass, der auch als Accessoire dabei ist. Also man kann dann das Gewicht eintragen und die Größe, den Namen und das Geburtsdatum und die Geburtsurzeit. Also so wie bei echten Babys, wenn sie auch auf die Welt kommen. Und eine Windel. Die hat die Luna vorhin im Leon angezogen. Zeigst du es mal? Dadurch, dass die Babyborn halt auch von der Form her einfach kleiner ist, ist es natürlich super für die Fähigkeiten von kleineren Puppenmamas und Puppenpapas geeignet. Also sprich, das Handling für die kleineren Kids ist einfach besser mit ihr. Neben den Accessoires, die sie mitbringt, kann sie aber auch 7 Funktionen. Und zwar kann sie zum einen trinken, also sprich, die kleine Flasche kann man mit Wasser befüllen und dann kann man die Babyborn Soft Touch trinken lassen. Die Lu gibt ihm jetzt mal kurz Wasser zu trinken. Also sprich, ihr könnt wirklich diese Flasche richtig mit Wasser befüllen und sie können das Baby halt richtig schön füttern, also sprich die Flasche geben. Die Luna zeigt euch jetzt mal, wie das funktioniert, nämlich wenn ihr unterhalb des Kindes auf die Brust drückt, nämlich hier drauf, dann fängt er an zu weinen. Also dann fängt die Babyborn Soft Touch an zu weinen. Lu, drück mal. Fest. Jawohl, da kommen sie schon, die Cola-Tränen. Schon, wenn man unterhalb vom Bauchnabel drückt, dann macht der Pipi. Super. Zeig mal, wie viel hat er gemacht? Ja, schon einiges, ne? Und hier in der Position seht ihr auch schon, dass er natürlich auch schlafen kann. Also auch das ist eine von den 7 Funktionen, nämlich die Schlaffunktion, dass er die Augen schließt, wenn man den Kopf nach hinten neigt, wie ein schlafendes Baby. Und man kann ihn auch problemlos mit in die Badewanne nehmen. Also er kann auch
mit baden gehen, was ich auch cool finde. Kann man ja auch nicht mit jeder Puppe, gerade wenn die Haare haben oder so. Und natürlich kann die Babyborn Soft Touch nicht nur aufs Töpfchen machen, sondern auch in die Windel. Die mitgelieferte Windel habt ihr ja gesehen. Noch dazu ist die Puppe halt auch super beweglich. Also einfach kleine Mäuse oder auch natürlich die größeren können super schön damit spielen und können dann halt ja Babypflege und erstes Puppenspiel kennenlernen. Also ist wirklich eine ganz, ganz tolle Puppe, die Babyborn Soft Touch. Es kommt ja Weihnachten oder vielleicht haben eure Mäuse noch Geburtstag. Es ist wirklich eine ganz tolle Idee. Also seit die Luna sie hat, sie ist nonstop am Spielen. Und hier zeigt Luna eben, so kommt die bei euch zu Hause an. Also so ist die verpackt. Und ja, mit den 7 Accessoires, die sie mit dabei hat, ein richtig tolles Geschenk für kleine und auch größere Puppenmamas und Puppenpapas. Sind die nicht niedlich? Ich finde die so goldig. Also wie gesagt, ich verlinke es euch mal unten in der Infobox. Sind wirklich ganz tolle Püppchen für die kleineren Puppenmamas. Und weil meine Luna ja eine kleine und große Puppenmama ist, hat sie auch noch das etwas größere Babyborn als Junge noch von ihrem Part zum Geburtstag bekommen. Und das Puppenzeug, ja, bleibt stehen. Das will sie stehen lassen, dass sie vielleicht mit ihren Mädels später dann ein bisschen Puppe spielt. Allerdings glaube ich, wenn es den Kindern dann kalt ist, dürfen die rein und ich mache ihnen was auf Netflix oder Amazon an und die dürfen ein bisschen glotzen. Das sind die dann brav und glücklich und freuen sich und kriegen noch ein bisschen was zu nascheln. Und wir können uns außen dann einfach noch in Ruhe und weiter unterhalten. Aber bevor mir jetzt mein Wasser verkocht, da müssen meine Spaghettis rein. Wir haben mittlerweile 17.13 Uhr. Ich denke mal, dass in ein paar Minütchen unsere Gäste so langsam eintrudeln, weil wir ausgemacht haben, wir gehen mit den Kids um 5:30 weg. Ich denke, es ist perfekt, weil es jetzt auch außen gerade anfängt, dunkel zu werden. Also es dämmert schon so. Perfekte Zeit. Jetzt müssen hier noch die letzten Handgriffe sitzen. Flo ist für außen zuständig, meistert er mal wieder mega. Und ich habe jetzt hier innen noch das Klo schnell geputzt, das Gästeklo schnell nochmal frisch gemacht. Und ja, genau, jetzt geht's gleich los. Ich ziehe jetzt Lou mal an und dann können wir schon mal rausgehen. So, Leute, 7:20 und wir sind mit unserer Runde durch. Und ich habe auch voll cool von meinem lieben Nachbarn, weil ich so gerne Prosecco trinke. Eine mega big bottle Prosecco-Flasche bekommen, voll süß. Und jetzt, ja, ist außen ein Treiben, es kommen immer noch Kinder zum Süßes oder Saures und so weiter und so fort. Und die Kamera bleibt jetzt natürlich erstmal innen. Im Dunkeln kann man eh nicht so gute Aufnahmen machen. Und dann genießen wir jetzt einfach den Abend mit unseren lieben Nachbarn. 7:30 Leute, und es trudeln immer weitere Geschenke ein von meinen lieben Nachbarn. Zum Beispiel einen IKEA-Adventskalender habe ich bekommen mit einer Karte noch. Dann habe ich voll cool Blümchen von der anderen Freundin bekommen und Kumpel mit einem H&M-Gutschein, wo ich mich natürlich übelst freue. Und meine zuckersüße Annika hat auch für die Kiddies als Nachspeise, ich muss es natürlich auf dem Kühlschrank
verstecken, sonst schnappen die sich das vorzeitig. Hoffentlich lasse ich es jetzt nicht fallen, das wäre nämlich wieder Steff Original. Schaut mal, wie geil ist das denn? Mega, oder? Total niedlich zum Nascheln, wenn sie dann alle ihr Bratwurstbrötchen gemümmelt haben. Den Kids wird so langsam kalt, die fragen schon dauernd, wann können wir rein? Weil ich gesagt habe, sie dürfen natürlich einen Film anschauen. Ich bin jetzt kurz drinnen für meine Veggie-Freundin. Backcamembert, ich wollte eigentlich so Grilltaler kaufen, aber anscheinend ist sowas ein Saisonprodukt und gibt es momentan nicht. Da heizt jetzt der Backofen vor und dann mische ich mich wieder unter die Meute. Es sind wirklich unwahrscheinlich viele Leute da, aber es ist total lustig und gesellig. Huch, da klingelt. Immer noch in der gleichen Verkleidung. Wir haben jetzt mittlerweile schon 22.03 Uhr und ich bringe schon ein bisschen zu die Gläser und Tassen rein und lasse jetzt dann auch gleich die Spülmaschine durchlaufen und so weiter. Es sind noch ein paar Leute draußen, viele sind schon nach Hause, es ist echt mega kalt, also es friert jetzt auch schon langsam und wir lassen jetzt einfach noch den Abend ausklingen. Zwei Mäuse sind noch da, das ist die Hanna und die Lu, die gucken noch ein bisschen Fernsehen und spielen mit ihren Puppen und dann war es das auch schon heute von unserem Halloween-Vlog. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch heute gefallen und ihr guckt beim nächsten Video auch wieder mit rein. Und bis dahin sage ich ganz gruselig, tschüssi, bis zum nächsten Mal.